Hallo, ich bin der Stefan. Ich bin Elli. Benedikt. Rebecca. Ich bin Hans. Mein Name ist Jenny, ich bin 28 Jahre. Und habe im Alter von 1,5 Jahren die Diagnose unilaterales beidseitiges Retinoblastom. Das linke Auge wurde entfernt, das rechte wurde bestrahlt. Ja. Also es gab sicherlich schwierige Phasen. Gerade Kinder können halt gemein sein. Als Kind in der Grundschule wird man ja schon ab und an angeguckt, beziehungsweise man kriegt auch mal vielleicht einen Spruch gedrückt. Und natürlich ist das nicht immer super. Da hat es Momente gegeben, wo ich sehr traurig war. Ja. Und dann habe ich das Auge auch rausgenommen und durch die Gegend geworfen. Ich hatte eine Mutter oder eine Familie, die mich alles hat ausprobieren lassen, was ich wollte. Ja, und das hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich einfach in dem, was ich tue, bestärkt wurde. Ja, meine Eltern haben da im Prinzip immer nicht so ein Geschiss drum gemacht. Also es ist alles normal behandelt, von daher ist es eigentlich kein großes Thema. Man hätte es wahrscheinlich auch so handhaben können, dass es immer irgendwie Drama gewesen wäre. Und dann hätte es jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, ob jetzt hier wäre, wenn das irgendwie so ein Tabuthema geworden wäre. Ich bin ja mit dem Begriff Krebs groß geworden. Und es war einfach, es ist ja einfach körperlich auch super anstrengend. Also Chemotherapie, kann man nicht richtig essen und es tut weh und das will man nicht. Aber ich hatte, glaube ich, die ganze Zeit schon noch das Gefühl, so, das packe ich jetzt und das hake ich ab und dann geht's weiter. Ich glaube, ich bin etwas sensibler vielleicht geworden. Für mich selbst, auch für mein Umfeld. Und für Nöte, Ängste oder Bedürfnisse anderer Menschen. Ich versuche jetzt auch immer im Jetzt zu leben, den Moment auszukosten. Weil wenn man sich sehr bewusst darüber ist, dass das Leben endlich ist, dann schätzt man das auch viel mehr wert.